Moin zusammen und herzlich willkommen zu Cycle Diction, eurem Kanal rund ums Rennrad. Ich als Brillenträger wollte schon längere Zeit mal ausprobieren, ob eine Sportbrille eigentlich besser schützt als eine Alltagsbrille oder eben die einfache Sonnenbrille, mit der ich immer fahre. Hat den Nachteil, dass ich bei höheren Geschwindigkeiten oftmals Wind ins Auge bekomme und dann meine Augen anfangen zu tränen. Und auf einer schnellen Abfahrt nichts mehr zu sehen, ist natürlich alles andere als optimal. Also habe ich mal verschiedene Brillenhersteller angeschrieben, um das Ganze mal zu testen und vor allen Dingen auch zu schauen, wie leicht ist es eigentlich, in solche Optical Clip-Ins Gläser reinzubekommen, ob die Optiker das überhaupt mitmachen. Und die Firma Mellon Optics war dabei so nett und hat mir eine Brille zugeschickt, nämlich das Modell Kingpin mit einem Optical Clip-In. Diesen kann man also rausnehmen und hier sich Gläser mit Stärke reinmachen lassen. Ich habe diese Brille jetzt in Weiß genommen, mit rot verspiegelten Gläsern und schwarzen Details. Man kann auf der Website von denen die gesamte Brille eigentlich konfigurieren, also Logo, Nasenclip, Farbe der Gläser und natürlich die Gesamtrahmenfarbe. Dazu hat mir die Firma Mellon Optics noch ein Winterglas geschickt, das quasi nicht so stark verspiegelt und nicht so stark gegen UV schützt. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist dieses Etui mit diesem Mikrofasertuch. Mit diesem Clip-In, was mir Mellon Optics zugeschickt hat, geht man dann eben zu einem Optiker und lässt sich die Gläser machen. Das war bisher immer mein größter Skepsisfaktor. Ich war mir einfach nicht sicher, wie leicht kommt man an die Gläser, machen das Optiker mit, kann man die bei den Größen, kann man das einfach so einfügen. Ich wusste es einfach tatsächlich nicht. Es war aber tatsächlich überhaupt nicht schwer. Ich bin zu Apollo und zu Vielmann, die hätten es beide jeweils gemacht. Bei Apollo gab es in der Grundausstattung etwas bessere Gläser, die wären dann aber teurer gewesen, um die 80 Euro. Und bei Vielmann habe ich jetzt die simpelsten Gläser zum Nulltarif bekommen. Das ist quasi, da schließt man eine Art Versicherung ab für die Brille über 10 Euro im Jahr und bekommt dann die Brille und das Einsetzen umsonst. Diese Versicherung habe ich dann einfach, nachdem ich die Brille erhalten habe, direkt wieder gekündigt. Und somit habe ich quasi nur 10 Euro bezahlt, um diese Gläser hier reinzubekommen. Das ist natürlich super günstig. Wenn man keine Versicherung abschließen will, dann kann man auch selber zahlen. Dann zahlt man 20 Euro für die Gläser und 20 Euro fürs Einsetzen ungefähr. Ist dann so bei, ich weiß nicht, 48, 49 Euro. An dieser Stelle nochmal die Info, weder Vielmann noch Apollo haben mich gesponsert hierfür. Nichtsdestotrotz muss ich es allerdings als Werbung kennzeichnen, da ich die Markennamen verwende. Die Firma Mellon Optics hingegen hat mir diese Brille gratis zur Verfügung gestellt. Das heißt also, auch hier handelt es sich um Werbung. Ein paar Tipps möchte ich euch noch mitgeben. Wenn ihr zu Vielmann geht, macht am besten vorher einen Termin online, weil ich bin erst einmal hingelaufen und da hatte man keine Zeit für mich. Das heißt also, Termin online machen. Denkt dran, den Clip-In und die Brille mitzunehmen. Am besten mit durchsichtigeren Gläsern, damit man vor Ort bestimmen kann, an welcher Stelle ihr wirklich durch die Gläser durchschaut. Und sagt den Optikern hierbei, dass ihr beim Radfahren höchstwahrscheinlich meist eher am oberen Rand durchschaut. Und nach nicht mal 2 Wochen konnte ich den Clip-In schon wieder abholen. Hab jetzt meine Stärke hier drin. Genau, dann setzt man das Ganze einfach hier ein. Und zack, hat man eine Sportbrille mit Stärke. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, wie sich die Brille draußen macht. Perfekte Bedingungen, 5 Grad, kalter Wind. Wenn da die Augen nicht zum Tränen kommen, dann weiß ich es auch nicht. So, wie ihr vielleicht hören könnt, ist es heute extrem windig draußen. Also optimale Testbedingungen für die Brille. Ich will aber jetzt nicht alles hier im Wind erzählen, sondern ich halte dafür jetzt mal eben an. So, ich habe jetzt hier mal angehalten. Einigermaßen windstill hier. Wobei ein bisschen Wind zieht der Wind, aber ja. Zum Start hin, muss ich sagen, hatte ich echt super Probleme, den Blick zu fokussieren. Das lag aber daran, dass meine Linsen, die da jetzt drin sind, quasi eine gewisse Hornhautverkrümmung drin haben, die ich vorher nicht hatte. Aber letzten Endes hat sich mein Auge jetzt, würde ich sagen, daran gewöhnt. Ja,
Das andere Thema ist das Thema Winddurchlässigkeit. Das ist ja letzten Endes der Grund, warum ich mich überhaupt für eine Brille entschieden habe und warum ich das unbedingt mal testen wollte. Also, wenn ich sagen würde, dass ich überhaupt nicht geheult habe heute, dann wäre das gelogen. Es ist ein super frischer Wind, der heute weht, und tatsächlich bei gewissen Windeinfallswinkeln kommt ein bisschen Wind durch die, ich denke mal hier durch oder ja, irgendwo auf jeden Fall durch. Und das nehme ich aber tatsächlich als weniger schlimm wahr als bei meiner anderen Brille, weil ich vermute, dadurch, dass der Wind nur von der Seite und nur ganz leicht kommt, wird zwar eine Träne, sage ich mal, ausgelöst, fließt aber direkt weg. Bei der anderen Brille war das Problem, dass quasi die Tränenflüssigkeit durch den Wind ins Auge gedrückt wurde. Und das ist bei dieser Brille tatsächlich deutlich besser. Wenn Frontalwind kommt, ich also zum Beispiel Vollspeed gebe und der Wind, der von vorne kommt, am maßgeblichsten ist, dann habe ich überhaupt keine Probleme damit und das Auge bleibt komplett trocken. Und ja, so sollte es natürlich sein. Von daher würde ich sagen, es ist auf jeden Fall angenehmer als ja, so eine Standard normale Brille. Der Sonnenschutz ist tatsächlich super gut, finde ich. Nicht zu stark und nicht zu schwach. Ich meine, ne, also wenn man so leicht die Sonne von der Seite kommt, dann kann man da auch durchgucken. Ne? Dadurch sieht man natürlich die Unterbrille. Aber zum Fahren muss ich sagen, finde ich super angenehm. Gerade heute sind auch echt erschwerte Sonnenbedingungen. Ne? Die Sonne steht super tief und ist ziemlich grell. Aber das war echt überhaupt kein Problem. Vom Tragekomfort würde ich sagen, sitzt sie super. Ich habe sie jetzt mal unter die Riemen gemacht. Ich weiß, macht man eigentlich nicht, aber da ich noch eine Haube drunter habe und dann das Ohr so verdeckt ist, finde ich das immer ein bisschen komisch, dann die Brille so völlig ohne Fassung da, sage ich mal, dran zu hängen. Ja, genau. So gesehen Daumen hoch an dieser Stelle und ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Aber genug geredet, weiter geht's. So, welcome back. Nach dem ganzen Lob möchte ich noch zwei eher kritische Punkte anmerken. Das eine ist, der Wechsel der äußeren Gläser ist ein bisschen tricky. Es ist ein bisschen fummelig und ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass auf Dauer, wenn man da zu oft hin und her wechselt, das Ganze entweder ausleiert oder vielleicht irgendwann mal bricht oder ähnliches. Vielleicht holt ihr euch lieber pro Außenglas einen einzelnen Rahmen. Dann habt ihr quasi eine Brille für den Winter und eine Brille für den Sommer. Der andere Punkt ist, dass das Innengestell tatsächlich leicht verschiebbar ist. Man sieht das hier, wenn ich rechts und links dagegen drücke, kommt es auf den beiden Seiten in eine etwas andere Position. Es ist aber tatsächlich nicht so schlimm, denn man kann es leicht wieder richten und tatsächlich bei der Fahrt ist es jetzt nicht so, dass das hin und her wackelt, sondern es ist dann fix, wenn man es gerichtet hat. Nur man muss halt eben gucken, dass man die bestmöglichen Winkel zum Durchschauen erreicht. Ansonsten muss ich sagen, bin ich aber sehr zufrieden und freue mich jetzt darauf, damit die nächste Saison zu bestreiten. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen hoch da oder subscribt sogar. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin, stay cycle addicted. Ciao, ciao. Ja, das war es auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, lasst doch mal ein Like da oder ein Subscribe. Ich mache regelmäßig Videos zu Touren, Tutorials zu Schrauberthemen und Reviews zu Equipment. Also, bis dahin, stay cycle addicted. Ciao, ciao.